Einen wunderschönen, was soll man, guten Morgen. Draußen ist weiß, es hat geschnieben, die Sonne scheint. Traumwetter zum Herinsitzen und Donkey Kong Country 2 spielen. Wir machen bei der Klimaskalone weiter. Na. Wie sollen die Bananen überhaupt kriegen? Das ist unmöglich. Ich sehe nichts. Einen Moment. Ich muss mein Zimmer, den Gaming-Raum verdunkeln. Where the magic happens. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin nicht mehr stimmenmäßig noch immer. Man hört es vielleicht. Etwas angeschlagen. Einen Moment. Mein Hirn ist echt ein Nudelsieb, gell? Mein Hirn ist ein Nudelsieb. Jo. Das ist ja lustig. Wir sehen nichts. Wer bist du jetzt? Der Tiefseeanglerfisch? Das ist übrigens das Weibchen vom Tiefseeanglerfisch. Nur damit ihr das wisst. Die Männchen sind viel kleiner und haben keine so bösen Zähne und haben keine Lampe. Weil die Männchen essen da nichts. Die sind nur dazu da, dass sie einen super Geruchssinn haben und die Weibchen finden. Und wenn sie die Weibchen gefunden haben, dann möchten sie sie küssen. Aber anstatt zu küssen, verschmelzen sie mit ihrem Gesicht, mit dem Weibchen. Und... alles, was von einer überbleibt, sind die Hoden. Das heißt, das Männchen knabbert sie am Weibchen fest und verschmilzt dann mit ihr und alles, was überbleibt, sind die Hoden. Und mit den Hoden kann sie dann das Weibchen selbst befruchten und fortpflanzen. Das ist das Leben von einem Tiefseeanglerfisch, vom Männlichen. Vom Weibchen ist es natürlich lustiger. Das hat eine Lampe und böse Zähne und schaut aus und ist 20 mal so groß. Jedenfalls kann das Weibchen, was auch recht praktisch ist, mehrere Hodenpärchen an sich an... wie sagt man da? An sich an... schmelzen lassen. Ja, so viel wie es will eigentlich. Und jedes ist davon einzigartig wie eine Schneepflocke. Wie eine Schnee... was? Sind man explodierende? Eine Schneepflocke. Eine Schneeflocke. Ja, jetzt habe ich die Geschichte über den weiblichen Anglerfisch erzählt und über die armen Männchen. Oh. Das wird jetzt haarig. Ich hasse Schnapperfisch oder wie der heißt. Ach, ist das verwirrend. Yay! Safe State! Ja. Aber ich glaube, die Männchen kennen da nichts dafür. Alter, wie kommt man zu der ganzen Scheiße rein? Ich weiß es nicht. Bin so schlecht. Wahrscheinlich gibt es da einen Fisch. Ja, explodier, komm. Ah, jetzt auf einmal diagonal. Wir werden wenigstens Bananen finden in der Welt. was war das jetzt? Ja, jedenfalls werden die Welten jetzt ein bisschen knackiger. Das Wort benutze ich ziemlich gern, was Donkey Kong Country betrifft. Ja,
Deswegen muss ich mich konzentrieren. Naja, zum Glück sind wir ziemlich dumm. Aber gefährlich. Gefährlich, aber dumm. So mag ich meine Frauen am liebsten. Gefährlich und dumm. Ja, gefährlich mag ich sie nicht. Dumm mag ich sie auch nicht eigentlich. Im Gegenteil. Sie muss schon. Aber sie muss jetzt nicht die Intelligenzbeste sein. Ich muss mich nur gut mit ihr unterhalten können. Das kann ich mit viel Leid. Ja, komm. Ja, das ist ein einziges Labyrinth. Na geh komm, immer der Das war halt mal fast durch. Yay, mir ist das wurscht, ich will das einfach nicht mehr spielen. Die Welt. Was? Jetzt auf einmal sind wir wieder in einem... Was? Jetzt sind wir wieder auf einmal in einem... auf ein Schiff. Achso, wir waren die ganze Zeit in einem Schiff, stimmt eigentlich. Einen Moment, ich hole mir was gegen meine Halsschmerzen. Denn ein wunderbares Fräulein hat letzte Nacht etwas hier gelassen, nämlich Emser-Bastillen und so Zeugs. Scheiße, jetzt ist das oben gefallen. Wurscht. Jo, wo sind wir? Wir machen weiter. Ja, bei der Dschungel, ja, das war jetzt wieder mal intelligent. Da hab ich mir das erste Mal wirklich die Zähne ausbissen. So leicht sind die nämlich nicht die ganzen Level. Ich meine, schaut bei mir natürlich leicht aus, weil ich ein Pro-Gamer bin, Alter, aber... Das war eigentlich knappig. Destroy them all. Ja. Ich weiß, Safe States und so weiter, aber... Wir werden ja wohl bald damit die Hälfte haben. Übrigens macht das voll Spaß, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen haben wir das Let's Play ja ziemlich schnell runtergespielt sein. Das macht mir fast mehr Spaß wie Donkey Kong Country Teil 1, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wortlos. Das war schon knapp, gell? Es macht wirklich Spaß. Ah, wenn ich 50.000 mal stirb. Das Gegnerdesign ist so genial, finde ich. Nach wie vor. Zack, 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 zack. So, jetzt wird's wieder. Das hat sicher ein Timer, oder? Ja, sorry. So. Zack, 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 zack. Das ist ja schwierig, gell? Also dann solltet ihr mir das jetzt mal merken, wann die Stelle auftritt. Blöden Sumpfkrokodilbienen. Und dumme Kremlins, die da oben rutschen. Ah! Knapp war das jetzt. So. Er ja, ist das, oder? Ist das er? Ich komme nicht mehr hinein. Was? Ich kann auf den. Was? Aufhüpfen? Ja, der ist aber nicht gewusst. Aber die Hälfte war mal schön von dem Level zum Erreichen. Oder haben wir das schon? Ja, wir haben das schon. Sehr gut. Rattle Battle. Natürlich haben wir da wieder kein Geheimnis. Ah doch, schon wieder ein Schiff. Was ist? Cool. Rein zufällig war das jetzt nicht. Find the token. Ach, pass you. Ah! Ich bin zu blöd. Na, mit der normalen Sprung jetzt. Jetzt werden die Bonus-Dinger auch schon. Ich bin einfach zu blöd dafür. Ach, hallo? Jetzt werden diese. Das war jetzt nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jawohl! Wir werden zur Schlange! Hätte sein können. So kostet man nicht gut. Ups.
Was hätte mich jetzt geärgert, wenn ich jetzt das Safe State nicht... Gibt's nicht voll viel... Wow, Alter, Geheimnisse, aber ich finde ja nicht. Warum ist das Wasser auf einmal grün? Ich meine, ich weiß, es war schon immer grün, aber... Was? Warum macht die Schlange ein Geräusch von einem sterbenden Schwein? Wow! Haben wir auf Bienen drauf? Ja! Gut los! Wie ein Schwein, oder? Yay! Find the token! Ach, nichts leichter als das. So wie immer. Sehr gut. Das ist übrigens die Musik, die Bossmusik von Donkey Kong Country Teil 1, glaube ich. Der ist nicht mehr. Jawohl, er ist jetzt die Hälfte. Mal schauen, ob es da oben geht. Nope. Aber da ist eine Banane und die Decay-Münzen oder irgendwas. Sehr gut. Was? Seit wann schießt du zweimal hintereinander? Du Behinderter. Oder was ist mit dir? Ja, danke. So, da sind wir jetzt. Wenigstens ein paar Bananen gibst du dir den Weg und sagen, weil sonst wäre das da die keine einzige Bonuswelt kriegen. Das haben sie natürlich viel lustiger gemacht, die ganzen Bonuswelten, als wie im Anzertal. Schon. Was glaubst du, dass ich kenn's? Hoppala! Hoppala! Stirb! Urlaus!
Ja, warum stöhnst du wie ein Schweinl beim Abstechen? Ja? Ja, ihr Penner, völlig aus dem Konzept. So. Na, Ganz ruhig, Steinchen, du schaffst das jetzt. Du Penner, du Depper, das... Es ist echt ein Spiel, das bringt mich so schnell auf die Palme, ich fass es nicht. Gekommen. Nicht, dass das schwer ist, aber ich kann es einfach nicht. Sau! Alter, ich muss das Let's Play als Not Safe für Kinder kennzeichnen, weil ich so viel fluchen muss. Ach, das war doch. Fick dich doch. Warum kann ich keine Safe States benutzen? Was sagt denn der Timer? Ich bin so schlecht in dem Spiel! Wie geht das jetzt aus mit den anderen? Zack, 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 zack. Over. Biene im Zick-Zack-Kurs. Auf die Hupfen passt. Erster. Zweiter. Dritter. Vierter. Sehr gut. Wir haben noch Leben. Wir sind nur die Fässer. Das ist in der Bedrohung ganz. Das nehmen wir. Wir können Fehler mehr machen. Ja, zum Glück. Ja. Wenn du einfach schreit im Hintergrund. Ja, passt. Aber jetzt geht's hinaus. Slime climb, oder? Schauen wir mal, wie viel der braucht für uns. 15. Kann ich da auch wieder schnell sagen, was wir mal hinkommen? Mit cooler, schon wieder. Wo ist schon erwähnt, dass der Soundtrack super geil ist? Als Dixie ist schon sehr angenehm spielen. Ja, das war klar. Also wenn ich da jetzt beim ersten Anlauf schaffe. Ah, fuck.
dann hätte ich jetzt das sogar genossen. Und wir laufen weg. Wenn wir die nächsten drei Münzen haben, dann gehen wir sauber, sorry. Slime Climb. Das geht's hinaus, oder? Ja. So, speichern. Achso, genau, so war das ja. Also der One-Hit hat uns, gell? Das böse Gerät. So der Lieber aus, die Aferler. Oh, das Wasser steigt. Deswegen komme ich mit der... Na, das ist Sterben. Wir vom Fisch gefressen. Ich bin zu blöd. Wirklich, ich bin wirklich zu blöd. So lieb. Fuck you, bitch. Blöd Käfer. Zeitweise hängt es mir echt aus in dem Spiel. Ja. Was? Vielleicht war das keine gute Idee, dass ich das Level noch jetzt in dem Let's Play angefangen habe. Oder in dieser Episode des Let's Plays. What the fuck was this? Wurscht, das hat funktioniert. Komm, aufi, aufi, aufi. Oma, Oma, Oma. Anscheinend steigt das Wasser immer mehr. Ihr seid nervig. Sehr gut. Hahaha, verarscht. Yay, wir haben die Mitte erreicht. Safe State, sehr gut. Nein, 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 nein. Okay. Kann ich den nicht hinmachen mit meinem Stern? Alter Schalter. Na, verdammter Schnöschnöll. Bah, Glück gehabt. Auf. Jetzt aber gut unterwegs. Ja, wie halt. Na, ich bin zu blöd. Ich bin wirklich für die Bienen zu blöd. Ich muss mal einfach warten können, gell? Das ist so schwer. Na, fick, fuck, fuck. Ich sag ja, die Level werden anspruchsvoll.
Fick, fuck. Wie kann sowas mir passieren? Wenn man da zuschaut, dann glaube ich, bin der größte Vollidiot. Okay, ich komm. Auf. Ich hasse euch Bienen. Weil sie so unrhythmisch sind. Wenn sie Instrument spielt, dann waren es die unrhythmischsten Musiker. Aha, so weit waren wir schon mal, gell? Ich darf safe staten, ich muss das machen, weil ich den Kanonenkugel mitnehmen will. Okay, das war ein Menschen gewesen. Destroy them all. K-Münze, so, auf da. Sehr cool. Ha! Ja, Time ist aus. Ich habe die K-Münze gefunden, das sind die super. Danke fürs Einschauen. Das war's einmal wieder mit meinem Let's Play. Als nächstes gehen wir auf Ramble Blast. Danke fürs Einschauen. Wir sehen uns bei Episode 5. Wird es dann wahrscheinlich sein, dann sehen wir. Macht's gut.